Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute einen Quarkzopf backen. Dazu brauche ich Hefeteig. Für meinen Hefeteig habe ich mir folgendes hergerichtet. Ich habe hier 300 Gramm Weizenmehl, 80 Gramm zimmerwarme Butter, 50 Gramm Zucker, gebe ich gleich dazu. Dann habe ich mir 10 Gramm Hefe hergerichtet, 5 Gramm Salz und habe noch 100 Milliliter Milch und ein Ei. Das wird dann Hefeteig. Das ist Weizenmehl. Weizenmehl kann schon stark geknetet werden. Deswegen lasse ich den jetzt ungefähr 4 Minuten vermischen und 8 Minuten bei der zweiten Stufe kneten. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der entscheidet, ob das ein saftiger Kuchen wird oder ob man dafür einen Liter Kaffee braucht. Denn ich mache die Füllung. Für die Füllung habe ich mir Folgendes überlegt. Ich nehme 500 Gramm Quark, Speisequark. Dann habe ich hier noch ein bisschen Vanillearoma und ein bisschen Zitronenaroma dazugegeben. 100 Gramm Zucker, ein Ei und zwei Eigelb und noch 60 Gramm Stärke. Mein Tipp, wenn ihr irgendwas mit Füllung backen wollt, dann macht die Füllung so früh wie möglich. Ich habe das schon beim Nusszopf, kann ich hier oben verlinken, schon erklärt. Denn die Füllung entscheidet wirklich maßgeblich, ob der Kuchen gut wird oder nicht. Denn auch bei der Quarkfüllung ist es so, dadurch, dass die Stärke, die ist ein bisschen tricky, weil die Stärke erst bindet, wenn sie Temperatur bekommt. Das heißt, erst wenn es warm wird, sehe ich, wie stark die Stärke bindet oder eben nicht. Das ist so ein bisschen das Doofe an der Quarkfüllung. Aber nichtsdestotrotz muss ich die Quarkfüllung so hinbekommen, dass sie streichfest ist. Also sie darf nicht vom Kuchen runterlaufen, aber sie darf auf keinen Fall fester werden. Denn wenn sie fester ist und im Ofen bindet die Stärke bei der Hitze, dann habe ich einen festen Klumpen und es wird kein leckerer Kuchen. Deswegen muss ich da wirklich diesen Spagat hinbekommen. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit den Teig laufen lassen und die Masse anrühren und dann zeige ich euch, wie die Konsistenz ungefähr sein sollte. So, ich putze den Teig einmal zusammen. Den decke ich jetzt mit einem Küchentuch ab und lasse ihn ungefähr eine halbe Stunde entspannen. Meine Quarkfüllung habe ich angemischt und ich muss sagen, als ich fertig war mit dem Mischen, habe ich mir noch gedacht, die könnte ein bisschen weich sein. Jetzt lag sie ja fast 10 Minuten und ich muss sagen, die Konsistenz gefällt mir ganz gut. Jetzt lasse ich es noch mal eine halbe Stunde stehen, bis der Teig soweit ist und dann dürfte es die perfekte Konsistenz haben. Ihr braucht euch da auch nicht denken, dass irgendwie die Stärke jetzt das zu einem Klumpen macht, weil sie so viel Zeit hat zum Anziehen. In der Bäckerei machen wir auch teilweise, keine Ahnung, für die nächsten Tage die Füllung und die hält sich wirklich gut. Wenn man sie ein bisschen vermischt, ist die wieder top, solange die keine Hitze abbekommt. Gibt es da überhaupt kein Problem. Also das lasse ich jetzt eine halbe Stunde stehen und dann machen wir den Zopf. Jetzt ist eine halbe Stunde vergangen. Jetzt ziehe ich mal meinen Teig heraus aus der Schüssel. Dann wicke ich ihn einmal kurz rund. So, meine Füllung. Die hat noch ein bisschen angezogen, aber ich finde trotzdem, so ist wirklich eine sehr schöne Konsistenz. Ich denke, ich werde sie schön auf dem Zopf verstreichen können. Sie wird mir jetzt nicht runterlaufen. Allerdings beim Einrollen kann es natürlich sein, weil ich den Zopf auch einschneiden muss, dass es mir ein bisschen die Füllung rausdrückt. Das ist aber normal. Also so Quarkzopf, den zu machen, das ist eine ganz schöne Bartzlerei. Da sieht die Arbeitsfläche ziemlich
schlimm aus danach, aber das gehört dazu. Was man machen könnte, ist, ich habe ihn jetzt ausgerollt. Der muss nicht perfekt rund sein. Der sollte eher so oval sein. Oval, ja. Ja, oval. Weil ich ihn ja dann eh einrolle. Wenn ich ihn jetzt perfekt rund mache, dann habe ich in der Mitte ein recht dickes Stück, weil ja hier und hier ist der meiste Teig. Deswegen ist oval sehr gut. Schau mal, ob ich überhaupt die ganze Quarkfüllung aufbrauche. Lässt sich sehr schön verstreichen. Sie fließt aber nicht. So, wie ihr seht, habe ich fast alles aufgebraucht. Ich habe schon ordentlich Füllung drauf. Wenn ich das jetzt noch drauf tue, habe ich so Angst, dass mir dann zu viel rausdrückt. Deswegen lasse ich das noch über. Jetzt fange ich an, den Teig einzurollen. Während man beim Nusszopf richtig schön drücken kann und feste ziehen, sollte man das bei dem hier eher lassen. Denn ihr seht, die Füllung, die wird das nicht mitmachen. Die wird es an den Seiten rausdrücken. Nehme ich mir mein Backpapier. Das hatte ich schon in der Form drin, deswegen ist es so geknickt. Und lege den Zopf da drauf. Und den werde ich jetzt da drauf durchschneiden und flechten. Dann brauche ich ihn hier nicht mehr großartig bewegen, sondern ich nehme einfach nur das Papier und hebe ihn in die Form rein. Hier einfach nur verdrehen. Schau, dass man recht wenig von dem Teig oben sieht, dass schön die Füllung rausschaut. Dasselbe mache ich hier. Nur hier eins, zweimal verdrehen. Dann nehme ich mal meine Backform und gebe den Zopf da rein. Natürlich würde es jetzt besser aussehen, wenn man den Zopf frei backt, aber dafür muss die Füllung viel fester sein, was ihn dadurch auch wieder trockener macht. Also das ist so ein Spagat zwischen Optik und ja, Geschmack. Bei mir sieht er jetzt, ich würde mal sagen, nicht optimal aus, aber dafür wird es ein leckerer, saftiger Kuchen und das ist ja, finde ich, tausendmal wichtiger, als wenn er optisch gut ausschaut. Den werde ich jetzt mit einem Küchentuch abdecken und nochmal ungefähr eine Stunde bei Raumtemperatur hergehen lassen. Mein Quarkzopf lag jetzt ganz genau eine Stunde. Der ist richtig schön hergegangen. Durch die Füllung sieht man das jetzt eher schlecht, aber die Füllung drückt ihn ja runter. Durch den Ofentrieb wird er schon noch ordentlich hergehen. Meinen Ofen habe ich auf 180 Grad auf Ober- und Unterhitze vorgeheizt.
Und jetzt tue ich ihn rein. Mein Quarkzupfer ist ganz genau 45 Minuten im Backofen. Schau mal die Backfarbe an. Sehr schön. Ich mache es die Form und versuche ihn vom Papier zu bekommen, dass er schön auskühlen kann. Jetzt lasse ich ihn mal komplett auskühlen und dann schauen wir uns mal an, wie er von innen ausschaut. So, mein Zopf konnte jetzt einigermaßen auskühlen. Ich kriege bald Besuch, deswegen werde ich ihn jetzt schon anschneiden. Er ist noch ein bisschen warm, aber im Grunde will ich nur sehen, ob der Teig ein bisschen aufgegangen ist und ob man die Teigschichten noch erkennen kann. Und natürlich, ob er durchgebacken ist. Ja, man sieht hier, die Quarkfüllung hat sich sehr schön verteilt. Hier unten schöne Backfarbe. Oh, der riecht echt köstlich. Also da bin ich echt gespannt, wie der schmeckt. Ich würde sagen, probiert den mal aus, backt sie nach und wie immer, schaut es, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.